werde oft gefragt von Spielern: Hermann, ich benutze Handgelenk, ich mache eine Gewichtsverlagerung, ich drehe den Körper und trotzdem dreht der Ball sich nicht richtig um die eigene Achse. Wie bekomme ich so viel Schnitt rein wie du? Dazu gibt es zwei Tricks, die man noch zusätzlich anwenden kann. Der eine Trick ist, das richtige Tempo mit dazu zu nehmen, denn auch das Tempo hat Einfluss auf die Rotation. Folgendes Beispiel. Ich sehe oft Spieler, die relativ schnell mit der Hand aufschlagen und einen guten Schnitt erzeugen. Und trotzdem fällt der Ball aber hinten runter, wird lang und kommt nicht richtig zurück. Woran liegt das? Nicht etwa, dass der Ball zu wenig Rotation hat, sondern weil er zu schnell ist. Dadurch, dass der Ball zu schnell geschlagen wurde, hat die Rotation nicht genug Zeit, am Tisch zu greifen und die Richtung zu ändern. Der Ball rutscht sozusagen über den Tisch und springt weiter nach vorn. Wenn der Ball langsamer ist, dann braucht er gar nicht so viel Rotation, um die Richtung zu ändern. Dieser Aufschlag hier benutze ich kein Handgelenk, schiebe den Ball nur ganz leicht unter den Ball an, hat fast keine Rotation und wie ihr seht, kommt der Ball trotzdem zurück. Das liegt daran, dass der Ball viel langsamer gespielt wurde. Und das gleiche, was hier auf dem Tisch passiert, der fast keine Reibung hat, passiert genauso auch am gegnerischen Schläger. Nur nochmal um ein Vielfaches verstärkt. Wenn der Ball zu schnell gespielt wird, dann wirkt neben der Rotationskraft auf den Belag und auf den Schläger auch eine Kraft in entgegengesetzte Richtung zurück, die es dem Gegner einfacher macht, den Ball über das Netz zurückzuspielen. Wenn der Ball möglichst langsam ist, im Optimalfall in der Luft steht, dann wirkt nur noch die Rotation auf den Schläger des Gegners. Und der Ball ändert seine Richtung, wenn der Gegner den Schläger nur hinhält, ganz gerade nach unten. Es hat also die Wirkung auf den Gegner, als ob der Aufschlag viel, viel mehr Schnitt hätte, obwohl der Ball sich, physikalisch gesehen, gleich schnell um die eigene Achse dreht. Wie erreichen wir also in der Praxis nun, dass der Ball langsamer fliegt? Wenn wir das Ziel haben, mit Rotation einen Punkt zu machen, vor allen Dingen mit Unterschnitt, müssen wir versuchen, den Ball langsam zu bekommen. Ein häufiger Fehler ist beim Aufschlag, dass die Spieler versuchen, den Ball vom Schläger direkt Richtung Tisch zu spielen. Dadurch erreichen wir ein höheres Tempo. Am Anfang ist es verständlich, man will den Ball auf die eigene Hälfte spielen, dann auf die gegnerische Hälfte und spielt deswegen den Ball nach unten. Man sollte jedoch früh versuchen zu lernen, den Ball möglichst gerade nach vorne zu spielen, um nicht zusätzlich Höhe zu erreichen oder mit dem Ziel, den Ball langsamer zu spielen, sogar versuchen, den Ball etwas nach oben zu spielen. Dadurch wird der Ball langsamer. Der Ball versucht man nah ans Netz zu spielen, vom Schläger leicht nach oben und erhält so einen kurzen Aufschlag, der langsamer fliegt und dadurch die Rotation stärker zur Wirkung bringt. Tipp Nummer 2. Eine weitere Möglichkeit, mehr Rotation zu erzeugen, ist, den Ball beim Aufschlag höher zu werfen. Dadurch, dass der Ball höher geworfen wird, kommt er schon mit Tempo herunter und bringt viel Bewegungsenergie mit. Und diese Bewegungsenergie kann ich versuchen, beim Aufschlag in Rotationsenergie umzuformen. Ich muss also selber weniger Kraft leisten, um die gleiche Rotation zu erzeugen und kann dadurch auch mehr Rotation erzeugen. Natürlich ist es schwieriger, den Ball zu treffen, wenn er schon mit einem großen Tempo nach unten gefallen kommt. Deswegen muss man das häufig trainieren, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es lohnt sich, den Ball hochzuwerfen und das zu trainieren, den Ball richtig zu treffen, um noch mehr Rotationen erzeugen zu können. Man muss auch das nicht übertreiben und den Ball versuchen, immer bis zur Decke zu werfen. Ab ca. 5 Meter wird der Ball nicht mehr schneller, wenn er herunterfällt. Ein paar Tipps vielleicht zum Hochwerfen. Erst sollte man üben, dass der Ball gerade hochgeworfen wird, ohne Rotation. Dazu wirft man den Ball aus dem Handteller hoch und versucht, dass der Ball zwischen den Beinen vielleicht in einer Schüssel wieder auf dem Boden landet. Das zweite ist, wenn man wenig Kontrolle hat, den Ball gerade nach oben zu werfen, kann man versuchen, zusätzlich Kraft aus den Knien und aus den Beinen zu holen, indem man etwas nach unten geht und dann die Knie beim Hochwerfen streckt, beziehungsweise sogar leicht in die Luft springt. Dadurch verteilt sich die Kraft mehr am ganzen Körper und man muss nicht die ganze Kraft aus dem Arm holen. Dann ein wichtiger Punkt ist auch beim Hochwerfen, dass man versucht, den Unterarm möglichst wenig zu bewegen. Wenn man den Unterarm zu stark einsetzt, wirft man den Ball nach hinten. Das heißt, der Unterarm sollte möglichst gestreckt bleiben. Ihr habt nun also die wichtigsten Punkte vermittelt bekommen, um eine hohe Rotation zu erzeugen
Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer noch schwierig, eine maximale Geschwindigkeit mit dem Schläger zu erreichen, den Ball trotzdem tangential ganz zart zu treffen. Ist aber auch gut, dass es schwierig ist, denn wenn es einfach wäre, würde es jeder machen, dann wäre es nichts Besonderes. Und wie so oft im Leben, hilft hier nur noch üben, üben, üben.